So, wir sind jetzt hier bei Blue Eyes, der wunderbaren Firma vom Fuße des Mont Blancs. Die haben ja letztes Jahr mit einem ganz leichten Alpin-Gurt schon Furore gemacht. Und was sie dieses Jahr, oder sage ich mal besser gesagt, wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt bringen, ist den absolut leichtesten Sportklettergurt der Welt. Und ich übergebe jetzt einfach mal an den Stefan von Blue Eyes, der wird uns das jetzt erklären, was es mit diesem Gurt auf sich hat und wie es Ihnen gelungen ist, überhaupt das so bei so einem minimalen Gewicht zu produzieren. Wie schwer ist er denn überhaupt? Er hat 140 Gramm und ist der absolut leichteste Sportklettergurt, der am Markt ist. Ausliefern werden wir ihn voraussichtlich im März. Gehen dort um die Dyneema-Verarbeitung, die eben sehr aufwendig ist, weil das Dyneema-Material sehr glatt ist. Dadurch sind auch die Nähte entsprechend zu verarbeiten. Beginnen wir vorne mit der durchgehenden Einbindeschlaufe, bei der eben die Naht minimal offen ist oder zu erkennen ist. Eine selbstschließende Schnalle. Das tragende Material ist wie gesagt Dyneema. Die Verstärkung bzw. die Flächen, um eben auch eine gute Auflagefläche zu gestalten, sind in dieser Foam-Material vier Materialschlaufen, auch sehr entscheidend. Minimalistisch die Aufhängung hinten der Beinschlaufen und geben dort in vier verschiedenen Größen, sodass für jeden etwas dabei ist, von S bis XL. Einsatzbereich, extremes Sportklettern, wo ich wirklich auf minimales Gewicht achten muss und bis hin zum Komfortkletterer, der wirklich sagt, das Leichteste ist gerade gut genug für mich. Und probieren muss man auf jeden Fall, damit also auch die Passform entsprechend gewährleistet ist. Und preislich, wo wird der Preis nicht ungefähr sich ansiedeln? Der wird bei 130 Euro. Jedes Gramm ein Euro. Genau, okay. So ungefähr. Na super, so kann man wirklich gespannt sein. Herzlichen Dank.